Der Oliver Bosenig ist gut gelaunt, jetzt, wo es mit dem FCL wieder steil aufwärts geht. Es war eine regelrechte Achterbahnfahrt, die der Australier bis jetzt in dieser Saison mit dem FCL durchgemacht hat. Yeah, this season has been a bit like a rollercoaster. Ja, die Saison war tatsächlich ein bisschen eine Achterbahnfahrt, aber wir haben hart trainiert und gewisse Sachen geändert. Jetzt sieht man das Resultat. Jetzt hoffe ich, dass wir das bis Ende Saison durchziehen können. And we hope to now continue this for the rest of the season. Zurzeit erlebt Oliver Bosenig mit dem FCL so etwas wie einen zweiten Frühling. Nachdem er am Anfang von seiner FCL-Zeit mit vielen Goals glänzt hat, hat er jetzt zwar nicht mehr getroffen, mit seiner Präsenz aber viel zu den jüngsten Erfolg beiträgt. You know, we've been working very hard over the last few months. Wir haben besonders die letzten paar Monate hart trainiert, um den Ligaerhalt zu schaffen. Die letzten Wochen haben wir gezeigt, dass wir shooten können und so zu den Resultaten kommen, die wir brauchen. Diese Woche war eine sehr positive Woche und wir haben gezeigt, dass wir guten Football spielen können und auch die Resultate, die wir brauchen. Der Oliver Bosenig erwartet gegen St. Gallen ein hart umkämpftes Spiel. Der Australier ist hungrig, will mit der Mannschaft den dritten Sieg in Serie landen. Am liebsten wieder mal mit einem persönlichen Erfolgserlebnis. Müssen Sie, wenn Sie das letzte Goal geschossen haben? Oh, das ist zu lang her. Ich hoffe, das kommt bald wieder. Die Stimmung beim Oliver Bosenig und seinen Kollegen könnte nicht besser sein. Die jüngsten beiden Siege in Serie haben der Mannschaft offensichtlich gut getan.